So, und damit hallo. Hallo und herzlich willkommen zur ersten von 7 Folgen, ein echter Huni-Fan. Um dieser behinderte Name, denn wir machen jetzt den letzten Erfolg, oder ich den letzten Erfolg für mich. Und zwar müssen wir mit jedem hunigen Auto eine Meisterschaft fahren. Das war ich heute natürlich im Koop mit dabei, der Stammgast Silas. Guten Tag. Also ganz normal, guten Tag. Wir fangen an mit dem Unicorn von Ken Block. Die erste Folge. So, Meisterschaft. So, hab ich eine wunderschöne erstellt mit 3 Rennen natürlich. Wer hätte es gedacht? Zeit für eine weitere Horizon-Meisterschaft. Zeig denen, was du drauf hast. Zeig denen, was du drauf hast? Nö, will ich nicht. Als ob ich was drauf hab, ja? Das geht doch gar nicht. Oh, sehr schönes Bild auf jeden Fall. Ja. Die KI fährt übrigens auch unseren Mustang. Das habe ich nur das Auto erlaubt, nichts anderes. Ist auch gerecht. Ich glaube, die KI hat schöne Designs drauf, weil das ist die KI. Richtig schön. Pink. Grün. Pink. Offroad-Felgen. Pink. Offroad-Felgen? Jawohl. Das ist eine Sache vergessen Sie das. Nämlich Pink. Ah, Pink. Perfekt. Wäre doch super, ne? Ja, hat geklappt auf jeden Fall, dass die KI auch eine Ford fährt. Ich hab nur den Ford eingestellt. Juckt die KI anscheinend nicht. Egal. Gut. Ja, würde ich nur. Individuell hab ich nur den Ford eingestellt. Okay. Stark. KI so, nö, das interessiert uns nicht. Wir fahren das, was wir wollen. Weg! Ich hab's gesehen. Wieder Online-Lobby, ne? Einfach Alarm wegrahmen. Ja, ich fahre einen Unicorn, ich muss driften. Sehr gut, Fabian. Wow. Sehr gut, Fabian. Auf zu hupen. Walter? Das muss so, ne? Ich war eigentlich schon komplett am Kontrollpunkt vorbei. Ja, aber egal. Ja, ich hab auch einen Walltap gemacht, einen etwas größeren Walltap. Die Strecke ist richtig scheiße. Ja, du würdest keine Strecken wünschen, ich durfte ihn aussuchen. Und nicht in der Stadt. Bam. Egal, jetzt kommt bessere Kurven. Hier driften wir da nicht so ganz gerade fort. Ich bin noch ein wenig aus der Übung. Das ist geil, weißt du, ich denke mir so, komm, Hundikon fährst du quer, kommst du V8, Supercar da lang, njong. Moin. Von wegen ja. Supercar, wir haben hier so einen Supercar, ne? Und ich hab Topspeed, Leute. Ja, moin. Nein, das sind mehr als Motor. Ne, war nur Motor. Oh. Ich hab jetzt einen Vorlauf vergewaltigen. Ja, ein bisschen. Bitte, du musst nicht. Bitte nicht vergewaltigen. Doch, ich will's. Oh nein, was hast du getan? Aber Speed ist halt awesome, ne? Oh, ja, auch so rausbeschleunigen. Ja. Wo wir aber rausbeschleunigen sind. Ein Rausbeschleuniger. Auf jeden Fall habe ich gleich ordentlich EP nach dem Rennen. Wahrscheinlich nicht. Wir werden auch übrigens nicht gewinnen, das ist nicht unser Ziel jetzt, den Unicorn. Wir wollen ein bisschen Spaß haben. Hund. Oh ja, hier zum Ende kann man nochmal gut aufholen. Da die lange Zone Kurve hier kann man schön quer. Schön an der C7 vorbei, im Querflug und im Kopf am BSC Mono vorbei. Nein. Nein. Mal schön walltappen die Brücke hier und ins Ziel. Perfekt. Ja. Die Kurve richtig krass genommen, ey. Wow, Kontrollpunkt verpasst. Ja, ist klar, als ob ich den verpasst hab. Jetzt in der langen Zone in Rechtskurve. Hauptsache, alle so S2 und der Renault denkt sich so. Ich fahr S1. Welcher Renault? Der Renault Kombi oder? Der Renault 5 Turbo. Achso, ja, gut. Der hat einfach mal so 100 Punkte weniger als alle anderen.
Kann man machen. Muss man aber nicht. Bis auf der Akura, der hat auch ein bisschen weniger Punkte, aber nicht 100. Vielleicht sogar Frontantrieb. Punkte. Würde mich ein bisschen ankotzen. Auf S2. Ein bisschen. Ja. So, Credits gibt es 18.869. 19.212. Und EP, okay, das ist wenig, 8.824. 24.630. Ja gut. Hast du auch irgendwelche hier EP-Boost oder sowas an? Oder wie doppelt? Nö, man könnte ich mal machen, ne? Ach, scheiß drauf. Nur driften. Ja, ich habe ja Zeit, du musst ja die Rennen starten, dazu kann ich das gerade machen. Doppelte Credits auf jeden Fall mal, ne? Ja. Hab ich auch so nötig. Ja. 30% Credits bei den nächsten Meisterschaften. Wie lässt du denn? 17 Müller. Ja, geht ja. Boah, ist in Ordnung. Ah, hier dreifache EP. Ja, den habe ich gesucht. Genau. Das ist gleich so 200.000 EP. Muss auch mal irgendwie Level 1000 kommen, ne? Ist ja nicht mehr weit, ne? Ja, ich level aber langsam. Ja, ich level 1000 bis nächste Woche Donnerstag. Ich glaube, du überholst mich sogar noch. Nein. Ich drifte nur, ich mache meine Level nur durchs Driften. Ich spiele aber, wie gesagt, ab nächste Woche Donnerstag kein Forza mehr, oder ab Freitag. Bis Motorsport draußen ist. Ja. Dann wahrscheinlich nur noch Motorsport. Schätze ich mal. Mose! Was ist das denn für ein Hurensohn? Und das ist ein Hurensohn. Bist du bereit? Wofür? Fürs Rennen. Ach so. Ja. Wie kommen die da rein? Ich dachte, die hast du privat gemacht. Keine Ahnung. War die nicht vorhin auch schon mal drin? Nee, das war eben was anderes. Du bist Fame, die YouTuber adden dich alle. Ja. Die YouTuber. Ja, die YouTuber adden dich alle. Die Zuschauer. Kann ich immer die Sitzung auf privat machen? Hab ich doch eigentlich schon. Die hacken sich hier trotzdem rein. Vor allem, die kommen immer zu zweit, ne? Das sind immer zwei andere. Und nur mit Einladung. Ich lade die nicht ein. Ich kenne die nicht. Ja, ich auch nicht. So, ich starte mal. Perfekt. Perfekt. Horizon Meisterschaft in Yara Valley. Valley. Welchen Wagen nehmen wir danach? BMW E36. Keine Ahnung, Porsche? Ja. Das ist immerhin ein einigermaßen renniges Auto. Renniger? Ein einigermaßen renn... Nigger. Renniger. Muss ich auch alles mit reinschneiden am besten. Ohne den Fernseher geht gleich aus. Scheiße! Oh nein! Der Fernseher geht hier. Oh, ich hab mich doppelt. Schnauze, Alter. Ich muss meine Kopfhörer abmachen. Ich habe wieder mal gehört, ja. Ja, kann ich mir vorstellen. War vielleicht ein bisschen laut. 488 GTB ist auch vorm der Lauter. Alter, ich werde so ein Jeep mit, Alter. Piss dich, Alter. Boah, drin. Wow. Also das hast du geschafft. Also an sich, meine Autos, egal welches ich fahre, irgendwie bin ich sehr anziehend für Bäume. Hab das Gefühl. Baum, Mann. Das hat durch den Fabian Baum oder irgendwas umbenennen. Fabian Baum. Nicht Julian Bam, Fabian Baum. Mach mal. Nenn deinen Kanal Fabian Baum. Ich würde es feiern. Ich hab die Zuschauer eher nicht so. Ich hab schon nicht, wie der Kanal heißt. Ich hab einen Kanal abonniert, der heißt Adolf Schnittlauch. Ja, weil du gerne Schnittlauch bist, ne? Oh Gott, oh, oh nein. Nein, hab ich nicht.
Nachher der Mensch mache ich ja recht. Tja, da sagst du nichts mehr zu, ne? Was? Da sagst du nichts mehr zu, ne? Du was? Du sagst, dann bist du ein Schnittlauch. Oh nein, Ibim ist ein Schnittlauch, lol. Lol. Oh fuck. Oh ja, die Kurve habe ich ja mal, also perfekt, da hätte ich die Kurve nicht nehmen können. Im Querflug. Ich habe jetzt schon eine Fähigkeitenkette von 50.000. Und hinter mir ist so ein scheiß Jaguar D-Type. Nice. Dickes Rennauto, würde ich sagen. Oh Gott. Ich habe Angst, dass er mir da hinten drauf ballert und dann meine Kette weg ist. Mal Kette saven, würde ich bei mir sagen. Langsamer fahren. Okay. Hallo, will die Kette haben. Danke. 62.000. Ich bin gerade bei 60.000. Oh Gott. Das habe ich nicht gesehen. Warte. Okay, Subaru Brat, richtig krass. Und sammel ein. Mein Bild ist bei 80.000. Wer fällt bitte ein Subaru Brat auf S2, wenn ich mal fragen darf? Motorsport. Juhu, 451.000. Ich hab auch einen Typen gesehen bei YouTube, der hat so eine Funny Moments gemacht in Forza. Und bei jedem Wagen steht da irgendwie ein Motorsport drin. Bitte keinen einzigen Wagen mit Serienmotor. Ja. Denn auch was ich irgendwie so Subi mit V8 oder sowas. Ja, ich glaube, du meinst die MF. Nee, nee, war so ein kleiner mit 600 Abonnenten oder so. Ich glaube, hier ist Profizo oder so. Die MF ist cool, aber der macht auch überall. Ich den kenne ich sogar, Janet. Ja, der macht nicht für Speed Fails und Battlefield Fails und das ist immer ziemlich lustig. Und er schneidet seine Videos gut. Kannst du mal ein Beispiel von ihm? Fall du sie das, ne? Der seine Videos schneiden lässt. Fall einem gewissen anderen. Der ist zufällig Fabian Skilling heißt. Ja. Das war nur ein Video, hä? Ich hab alles für dich gemacht. Ich hab das sogar für dich hochgeladen auf deinem Kanal. Obwohl ich einfach tausendmal besser Internet habe. Ja. Ich meine, das Video war nicht groß. Hat vielleicht 2 Stunden zum Hochladen gebraucht. Ist ja nicht viel für mich. Hätte bei mir 2 Minuten gebraucht. Ja und? Ich hab alles für dich gemacht. Denn hier, ne? Ich soll mich hier ein Beispiel nehmen an dem. Wie in dem Schnitt. Aber selber nicht mal sein eigenes Video schneiden, weil es so blöd ist. Weil man zu faul ist. Ja. So, ich habe jetzt 60.071 EP bekommen und du? Und dann 1087, mein Spaß. Perfekt. Ja, Level up. Ey, schon wieder sind die 2 Leute drin. Ey, was soll das denn? Wo kommen die alle her? 5.000 Credits. Also, wie heißen sie mal? Wie heißen sie die dieses Mal? Die Mal. Jesche Krankheit am Start. Im Endstadium. JDM K94. Perfekt. So, weg mit ihm. Dann bis gleich zum dritten Rennen. Ja, sieht das in so einer Zwangsjacke auch mal was, ne? Oh, warte mal. Das kommt irgendwie in die Aufnahme. Alter, bist du behindert. Bah, Junge. Ich wollte 5 Minuten Pause mein Zimmer. Mein Zimmer muss immer gut sein. Ich kann nicht fahren, ey. Oh. Was ist das? Oh, ich hab Tränen in den Augen. Ich weiß nicht, ob das vom Gestank kommt oder vom Lachen. Was ist das, ey? Ich hoffe, du hast meine weiblichen Zuschauer, die werden ziemlich abgeschreckt von mir. Ey, was macht die KI denn? Ist das dumm, Alter? Die weiblichen Zuschauer. Richtig. Ich
Warte. Das versuchen wir so. Ich brauche eine Spitzhacke. Vor allem, wir machen jedes Rennen Mittag und unbewölkt. So. Ja, merke ich. Unbewölkt, ja, Mittag. Oh, Baum, 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 Baum. Ah, ja. Hallo. Ja. Natürlich ein bisschen. Es ist unfair. Ich muss in der Leitplanke stehen. Immer noch bei Nacht sehr gut sieht. Ist halt logisch. Ja, weil kein Licht ist, dann sieht man Leitplanken sehr gut. Oh, 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 oh. That was close. Really close? Oh, Titan. Titan S1 zum Beispiel. Und ein M4. Und ein Nobel. Und jetzt ist gerade Strecke. Es ist. It's my turn. Ja, vor mir ist ein S1, ich fahre also 340. Ja. Und hier ist weg da. So, ein schön Fahrgas dazu. Geht einfach nur brutal ab, ne? Mhm. Oh nö! Komm hier auch. Oh Mann. Schon wieder ein Baum. Nee, schlimmer. Kontrollbaum verpasst. Ja, rat mal wo. Weiß ich nicht. Kann weg hochfahren. Geradeaus. Perfekt! Die Kurve so ein bisschen schneiden. Und sofort dann so, ach, das ist ein Erfolgpunkt. So, okay, und dann halt auch nicht. Ja, der trifft halbwegs gut. Mein Vierenzahl? Warte mal, muss ich mein Fenster öffnen? Ja, stimmt, ja. Nein. Ach so. Meine Kiatze schläft voll süß, lol. Oh, eine Kiatze? Eine Kiatze. Ich will eine Echse haben. Warum? Ja, keine Ahnung, die soll 60 bis 80 cm groß sein, dann mit der spazieren gehen und so, ja, das wäre richtig geil. Mit der spazieren gehen? So eine Leine oder sagen, wie? Ja, wer kann sagen, ich habe eine Echse, Junge. Stell dir vor, ich fahre zu dir, setze in mein Auto, dann erschrickst du dich, weil auf meinem Rücksitz hinten eine Echse sitzt oder so. Kann ich sagen, ey, yo, Fabian, das ist meine Echse, Kyle. Was hast du genommen, Alter? Das überlege ich schon seit 2-3 Tagen, mir eine Echse zu kaufen. Als Haustier. Dann muss ich die Katzen erstmal hier wegbringen, aber dann kann ich eine Echse haben. Mit der Echse spazieren, Alter. Das alle haben so Hund so im Park, dass sie das so eine komische Echse. Aber ich habe mal geguckt, die Echse, die ich haben will. Die laufen am Tag durchschnittlich 36 Meter. Also das wird ein ziemlich cooler Spaziergang. Du läufst ja auch nicht viel mehr. Ja, ich fahre. Aber wie? Nee. Das ja, ich kann die Echse ja auch auf dem Skateboard setzen und dann hinter mir herziehen. Scheiße. Junge, wo kommen diese Spastis her, Mann? Jetzt muss ich dich fragen, wo du herkommst. Das ist doch gerade ziemlich ein Spasti. Also für Unsinn redest. Dann danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Und natürlich auch danke Sie das fürs Mitmachen und fürs Rumspasten. Ja, gerne. Und fürs Furzen natürlich. Bitte. Immer wieder gerne. Ja. Und ciao. Ciao.